Wenn du deine Geschäftsidee auf die Straße bringen möchtest, dann ist es in der Regel an dir, ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Entweder nur für dich ganz alleine, um mit der Planungsrechnung sicherzustellen, dass du tatsächlich auch von leben kannst, oder um dieses Konzept bei anderen Agenturen und Ämtern oder sogar Banken für Finanzierung einzureichen. Das Gute ist, dass unsere Politiker die zwingende Notwendigkeit einer solchen Konzepterstellung erkannt haben. Das bedeutet, sie haben Fördermittel und Instrumente bereitgestellt, damit du unter anderem auch deinen Businessplan, deinen Finanzplan schreiben kannst, Unterstützung dabei bekommst, dein gesamtes Vorhaben schriftlich so abzubilden, dass es dich selbst, aber auch andere überzeugt. Und eines dieser Förderinstrumente ist der sogenannte AVGS. Übersetzt, ausgesprochen bedeutet das Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Und diesen kannst du in einer Maßnahme zur Heranführung an eine Selbstständigkeit einsetzen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass der Coach oder der Träger, das Unternehmen, wo du diesen Gutschein einlösen kannst, auch zertifiziert ist nach dem Gesetz AZAV. Neben diesen formellen Aspekt der Zertifizierung, der übrigens mehrere tausend Euro pro Jahr kostet, gibt es allerdings noch weite Kriterien, die du überprüfen und anwenden solltest, den richtigen Gründercoach zu finden. Auf der einen Seite hat der AVGS Gründercoach die Aufgabe, dich dabei zu begleiten, selbst dein Konzept zu erstellen und die entsprechenden Rechercheaufgaben durchzuführen. Auf der anderen Seite aber macht es Sinn, wenn dein Gründercoach auch ein solides, fundamentales Wissen hat zum Thema BWL, Marketing, Recht und Versicherung und die anderen Themen, die dich noch betreffen werden. Und dieses Grundlagenwissen, dieses Fachwissen können aus verschiedenen Töpfen oder Quellen her stammen. Die einen haben das vielleicht studiert. Das Problem ist, dass es viele BWL-Studenten gibt, die keinen Businessplan schreiben können. Also achte darauf, dass diese Person auch das Wissen hat, vernünftige Konzepte zu erstellen. Also erkundige dich darüber, ob Pläne schon geschrieben und auch erfolgreich bewilligt worden sind. Nicht nur von Agenturen, sondern vielleicht auch von Banken und anderen Instituten. Eine weitere Möglichkeit aber ist auch die Fachausbildung. Das bedeutet, entweder hat dein Gründungsberater etwas studiert im Bereich Wirtschaft und hat dann eine Zusatzfachausbildung zum Gründungsberater gemacht, oder er ist eher selbst Unternehmer gewesen und Selbstständiger und weiß aus der Praxis, wie der Hase läuft und hat dann entsprechende Gründungsberater oder Fördermittelberater Zusatzausbildung gemacht. Der Vorteil einer solchen Gründungsberater oder Gründungscoach-Ausbildung ist, dass nicht alle volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Aspekte durchleuchtet werden, sondern die Menschen ganz spezifisch auf die Bedarfe und Erfordernisse einer Existenzgründung vorbereitet und auch ausgebildet werden. Die bekommen die entsprechenden Muster, die Checklisten, die Leitfäden und arbeiten auch hauptsächlich in Fallvignetten, die eine kleine, mittlere oder große Existenzgründung mit allen Finanzierungserfordernissen betrifft. Der nächste wichtige Baustein ist bei der Auswahl des richtigen Gründungsberaters oder Gründungscoaches die methodische Kompetenz. Was meine ich damit? Wenn du dich zu jemandem hinstellst und der erzählt dir alles, was er weiß, dann hilft dir in der Regel fast alles nichts. Du brauchst also einen Mensch, der in der Lage ist, sich mit dir auseinanderzusetzen, richtig zu kommunizieren, die richtigen Fragen zu stellen und auch zuzuhören, um sich selbst ein Bild davon zu erschaffen, wo du gerade stehst, wo du hin willst, was der Weg dazwischen ist und welche Schritte in der richtigen Reihenfolge getan werden müssen. Und wenn er richtig kompetent ist, weiß er auch, welche Fallstricke da lauern können und hilft dir dabei, dich darauf vorzubereiten, diese zu umschiffen, nicht zu fallen und gut vorbereitet starten zu können. Und das Beste ist natürlich, wenn du einer Person gegenüber sitzt, die weiß, wovon sie spricht, aufgrund von eigener Erfahrung und nicht nur theoretisch angeeigneter Erkenntnisse. Das bedeutet also, das Beste ist natürlich, wenn du eine Führungskraft aus der freien Wirtschaft hast, einen Selbstständigen oder gar einen Unternehmer, der selbst Firmen gegründet hat oder noch daran beteiligt ist und der dich berät. Und darauf achten wir zum Beispiel bei der X-Group, dass unsere Gründercoaches mindestens die fachlichen Ausbildungen durchlaufen haben, die kommunikativen und methodischen Kenntnisse auch besitzen zur Gestaltung eines optimalen Beratungs- und Coachingsprozesses. Und wir achten natürlich auch darauf, dass wir möglichst fähige Unternehmer oder Führungskräfte auch für unsere Beratungsarbeit gewinnen. Und unsere Juniorberater, die kriegen immer einen Mentor auch zur Seite gestellt. Das heißt, unsere Kunden haben immer Zugriff auf alle drei Kompetenzfelder. Ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den du achten solltest, ist, dass
die Beratung nicht nur online stattfindet, sondern auch offline. Offline hat für dich den Vorteil, dass du siehst, dass ein echtes Unternehmen dahinter steht, wo feste Mitarbeiter sind, angemietete Büroräume, laufende Fixkosten, was wiederum darauf schließen lässt, dass dieses Unternehmen schon länger vorhanden ist und auch betriebswirtschaftlich gut aufgestellt ist. Online hat wiederum die Möglichkeit, dass du bundesweit oder sogar weltweit, wenn du unterwegs bist auf Reisen, dein Vorhaben, dein Konzept noch zu Ende führen kannst, sprich also zu jeder Zeit von jedem Ort erreichbar bist und vor allen Dingen Anfahrtswege sparen kannst. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl deines Gründercoaches oder des Teams, was dich berät und begleitet, ist das Netzwerk, was dahinter steht. Wir achten beispielsweise darauf, dass unsere Kunden auch gute Kontakte, geprüfte Kontakte zu Rechtsanwälten, zu Steuerberatern, zu Versicherungsberatern und Marketing-Spezialisten und anderen kompetenten Experten bekommen. Das heißt, wir prüfen die entsprechenden Experten und empfehlen dann alles aus einer Hand, auch für unsere Kunden, sodass diese Zeit sparen, negative Erfahrungen ausschließen, schnell vorankommen und das Wissen zur Verfügung haben, was sie brauchen, um ihr Vorhaben zu starten. Ein nächster wichtiger Punkt ist, auf den du achten solltest, dass deine Gründungsberater und Coaches auch das gesamte Bild, das gesamte Konzept im Hinterkopf haben. Denn dein Unternehmen wird nicht nur vorbereitet oder gegründet und in der Anlaufphase schließlich wachsen und schließlich in die Tragfähigkeit führen, sondern irgendwann wird es noch weiter wachsen mit mehr Mitarbeitern, größeren Räumen oder Vergrößerung des Warenlagers. Und dann brauchst du Finanzierung und eines Tages wird dein Unternehmen vielleicht sogar Gesellschafter mit aufnehmen und irgendwann auch verkauft werden oder einem Nachfolger übergeben werden. Und das ist mit der größte Vorteil, den wir bei der X-Group auch anbieten, denn wir begleiten nicht nur Gründungen oder Wachstums- oder Finanzierungsvorhaben, sondern wir begleiten auch Unternehmen bei der Bewertung, Nachfolgersuche und bei der Betriebsübergabe. Das bedeutet also in deinem Businessplan, da legst du schon den ersten Saatkorn dafür, wie dein Unternehmen schließlich in 10, 20, 30 Jahren verkauft wird oder früher einen Exit planst. Das fängt schon bei der Rechtsform an, bei der Namenwahl, bei der Hinterlegung deiner relevanten Unternehmensdaten, der Notfallkoffer, also all das, was dein Unternehmen wertvoller macht, wenn du es eines Tages vollständig oder in Teilen verkaufen willst. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Auswahl deines Gründercoaches, deines Gründungsberaters ist die vorhandene Vernetzung, zum Beispiel mit Investoren, Banken und Förderinstituten. Denn die wenigsten Gründer haben ausreichend Eigenkapital tatsächlich auch zur Verfügung. So ist meistens Fremdkapital auf der einen Seite erforderlich oder Investoren, die sich daran beteiligen, wenn das Startup sein Produkt erst zu Ende entwickeln möchte. Und auch hier hat die X-Group bundesweite Kontakte zu Investoren, die gerne in dein Startup tatsächlich investieren möchten. Wir haben aber auch regionale und überregionale Kontakte zu den Banken und Förderinstituten. Ob das die Landesprogramme sind, ob das die KfW oder die BAFA oder andere Konzepte sind. Wir wissen nicht nur, wer der richtige Ansprechpartner ist, wie die Rahmenbedingungen ist, sondern wir wissen auch Bescheid, wie die Antragstellung aussehen muss, damit dein Antrag den größtmöglichen Erfolg auf Bewilligung hat. Da lade ich dich ein, gerne dir selbst ein Bild von der X-Group zu machen, gerne unsere Gründungsberater und Coaches zu überprüfen oder auch kennenzulernen, und zwar im Rahmen eines kostenfreien Erstgespräches. Du findest also direkt unter dem Video einen Link zur Buchung eines kostenfreien Erstgespräches. Du bist aber auch eingeladen, das Video zu liken, uns weiter zu empfehlen und gerne auch den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Dann kriegst du in Zukunft auch weitere Informationen über weitere Publikationen hier über unseren YouTube-Kanal oder auf den sozialen Medien, wo du gerade unterwegs bist. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Auswahl deines passenden Gründercoaches, deines Gründungsberaters und vor allen Dingen auch bei der Konzepterstellung und bei deinem Start in deine erste oder vielleicht zweite oder dritte Selbstständigkeit. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.